Läuft die Kamera? Ja. Läuft die Kamera? Ja. Läuft der Ton? Ja. Kann ich beginnen? Hallo, ich bin Theresia und ich komme gerade frisch aus dem Kino und habe gerade den Film Europe 5 Days geguckt. Und ich werde ihn jetzt einfach mal kurz rezensieren. Der Film ist von Orsa Rapp und Friedel Wolfhardt. In dem Film geht es um Aya. Sie lebt mit ihrem Großvater auf einem Bauernhof in einer abgelegenen Provinz in der Türkei und hat dort eine kleine Pension, wo Wanderer und Touristen öfters vorbeikommen und einfach übernachten. Und eines Tages trifft sie dort zwei deutsche Wanderer und sie bekommt Sehnsucht nach dem schönen, tollen, reichen Europa. Also beschließt sie sich still und heimlich, sich auf den Weg zu machen in Richtung Europa. Ja, das Tolle an dem Film ist eigentlich, dass er improvisiert wurde, also größtenteils zumindest. Es gab natürlich ein Drehbuch, aber man merkt halt auch, dass es improvisiert ist, nicht im Schlechten, sondern eher im Guten, sondern dass es wirklich sehr real wirkt. Das liegt aber auch daran, dass es nicht mit einer teuren Kamera gedreht wurde, sondern mit einer normalen Spiegelreflexkamera. Und das spiegelt sich im Positiven wider. Mich hat es aber auch manchmal ein bisschen verunsichert, dass da die Kameraführung nicht immer 1A war und halt ungewohnt und neu. Was ich noch sehr toll an dem Film fand, war, dass die Musik sehr schön war. Es hat immer gut reingepasst und hat die Atmosphäre gut unterstrichen. Was mir auch gefällt, ist die Schauspielerin, die Aya spielt, nämlich Yana Viyakuma. Sie verkörpert es wirklich sehr real und man fühlt sich gut in die Geschichte rein. Was ich nicht so gut an dem Film fand, war einfach, dass er an manchen Stellen sehr lang wirkte und einen nicht so richtig mitgerissen hat. Am Anfang des Filmes wurde leider auch nicht die Motivation so richtig klar, warum Aya jetzt genau abhaut, was sich eher am Ende rausgestellt hat, was verwirrend war, wenn man sich die ganze Zeit die Frage stellt, wieso haut sie jetzt eigentlich ab, weil ich hätte vielleicht am Anfang noch mehr aus ihrem Leben gezeigt. Man sieht wirklich nur kurze Ausschnitte, wie sie dort lebt und was ja letztendlich ihre Motivation ist, abzuhauen. Ja, dennoch würde ich vielleicht einfach mal, wenn ihr Zeit habt, in den Film reingehen, wenn er demnächst ins Kino kommt. Weil es sich einfach lohnt, sich darüber Gedanken zu machen, weil der Film ja auch sehr aktuell geht. Es geht um Auswanderung, es geht im Prinzip auch um Flüchtlinge. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, in den Film reinzugehen, wenn er denn in die Kinos kommt, weil es auf jeden Fall sehr interessant ist und das Thema aktuell ist und auf jeden Fall Fragen aufwirft, die man sich auch stellen sollte. Ich gebe dem Film 3 von 5 Leos oder 3 von 5 Sternen. Da der Film sehr langwierig war und ja hier und da eine schlechte Kameraführung mir doch ein bisschen den Spaß genommen hat. Ja, dennoch ist es ein sehr guter Film oder ein guter Film. Deswegen viel Spaß. Alles klar. Wow. Und aus. Und aus. Wow.